Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute machen wir mal wieder hier von Dragons ein paar Sammelkarten auf. War ja nun schon lange nicht mehr, dass wir die gemacht haben. Und es wird ja mal wieder Zeit, dass wir hier ein paar aufmachen. So, ich sortiere die mal kurz vorher hinter der Kamera. So, wir fangen an mit der ersten Karte. Das ist die Karte Nummer lasst mich gucken. Wo ist jetzt diese Nummer? Ach, jetzt finde ich diese Nummer nicht mehr. Es ist schon zu lange her, dass ich die geöffnet habe. Das ist auf jeden Fall Sturmpfeil. So, dann machen wir die zweite Karte. Raffnus und Taffnus. Die dritte Karte ist eine Waldkarte. Die vierte Karte ist Kotz und Wirk. Die fünfte ist Raffnus und Taffnus, ja, wieder ja, so als ja, Holo-Karte, Spiegelkarte. Könnt ihr mich sehen? Da bin ich. Ja. Gut. Und die sechste ist natürlich Schrecken der Meere. Auch wieder so eine Glitzer-Spezialkarte. Sieht cool aus, gefällt mir sehr gut. Gut, machen wir Paket Nummer 2 auf. Ja. Karte Nummer 1 ist Sturmpfeil. Karte Nummer 2, Sturmpfeil und Astrid. Karte Nummer 3 ist Wahnsinnsschild. Das ist eine Quizkarte. Die vierte Karte ist Kotz und Wirk und Raffnus und Taffnus. Ups. Die fünfte Karte ist Muffel und Grobian. Ja, das ist so eine spezielle, so eine Extra-Karte. Und wir haben Higgs auch wieder so als, ja, als Holo-Karte kann man nicht sagen, also so eine Glitzer-Karte ist auch hier, das ist ziemlich rau. Das sieht aus bald wie drauf lackiert. Das andere ist alles schön glatt. Nur hier der Higgs, der ist natürlich im rauen Zustand. Gut, machen wir Paket Nummer 3 auf. Ich sortiere die kurz mal wieder. So, wir haben die erste Karte mit Raffnus und Taffnus. Die zweite Karte ist Unerforschte Länder. Die dritte Karte ist Raffnus und Taffnus. Ich glaube, die hatten wir schon mal jetzt. Die ist auf jeden Fall doppelt. Und wir haben hier Hakenzahn. Und wir haben hier so eine Holo-Glitzerkarte. Kotzenwirk und Raffnus und Taffnus. Ups. Die hatten wir vorhin schon mal. Aber anderes Motiv. Also nicht die gleiche Karte. So, und wir haben Fleischklops. Ja, und wie gesagt, dieses
Ja, silberner Spiegelkram ist ganz glatt. Und diese Bilder, die scheinen drauf lackiert zu sein. Wer sieht mich? Gut. Das waren jetzt diese drei Karten oder diese drei Booster hier. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Ihr gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ja, wie es mit den Ü-Eiern weitergeht, weiß ich noch nicht. Ich werde mir von der neuen Serie jetzt Kung Fu Panda 3 werde ich mir ein paar Eier holen, werde die hier öffnen. Wenn es solche Viererpacks gibt, werde ich mir auch so 3-4 Stück dann holen. Sollte das der gleiche Mist sein wie bei den Dinos, dass nur ein und dieselben Figuren immer drin sind, werde ich definitiv auf diesem Kanal hier keine Ü-Eier mehr aufmachen. Denn werde ich den Kanal ein wenig umstrukturieren. Dann gibt es halt eben anderes. Ich habe jetzt hier noch die Karten von Dragon, von Minions. Ich habe die Karten noch von Yu-Gi-Oh! Ich habe noch hier diese Lego-Steinverschnitt, sage ich mal dazu. Da habe ich noch einiges. Und ja, wir schauen ja mal, wie es weitergeht mit diesem Kanal dann. Okay, ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.